Servus Alexander und willkommen zurück zu H24 hier und Luxemburg. Die letzte Folge ist leider nicht in voller Qualität verfügbar. Und zwar nur in HD Ready statt in Full HD für diejenigen, die die Unterscheidung kennen. Also in 720p statt in 1080p. Da hatte ich einfach eine falsche Einstellung. Es ist ein bisschen schade. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob ich die Folge einfach nochmal aufnehmen soll. Aber habe dann beschlossen, dass ich das lasse, weil das wäre irgendwie auch schade. Zum einen, wenn es ganz blöd kommt, hätten mich die Deutschen nicht mehr angegriffen. Dann hätte ich dadurch auch noch das Szenario verändert, was ich auf keinen Fall will. Oder, was natürlich auch möglich gewesen wäre, dass... Oder auch wenn sie wieder angegriffen hätte, dann wäre irgendwie meine Überraschung ein bisschen draußen. Und auch das ist eine Sache, die ich eigentlich nicht haben möchte. Dementsprechend müssten wir jetzt halt mit einer Folge leben, die in ein bisschen schlechteren Qualität zur Verfügung steht. Hier haben wir das bekannte Problem, dass eben die Maginot-Linie hier so rumhängt. Und wir schauen müssen, ob wir diese irgendwie kriegen können. Deswegen teilweise nicht einfach sehen, in welchen Provinzen die Leute stehen, ohne viel Blut in Schlachten mit sehr, sehr hoher Befestigung zu verschwenden. Zum Beispiel Straßburg. Sehr schön, dass wir es so einfach einnehmen konnten. Weil jetzt stehen wir da mit 10 Befestigungen drin und die Deutschen müssen schauen, wie sie uns rauskriegen. So. Im Elsass ist aktuell diese Infanterie. Die ist da noch 22 Stunden. Du kommst in 8 Stunden an. Um dich aufzuhalten, müsste ich allerdings eine 10 Befestigungsprovinz angreifen. Du bist auch eine 10-Befestigungsprovinz, natürlich bist du das. Hier müssen wir übrigens immer ein bisschen aufpassen, denn das Problem mit so Linien ist, dass wenn die jetzt hier durchbrechen würden, dann würde die Linie sich nicht anpassen wie ein Frontverlauf, sondern sie würde da bleiben und dann könnten sie da durchlaufen und den ganzen Süden erobern. Das ist eine Sache, die ich persönlich sehr nervig finde und die Lösung, die schön wäre, aber natürlich... einfacher gesagt als getan, wäre die Möglichkeit, Frontlinien zu zeichnen, die sich nicht an eine Grenze anschmiegen müssen, sondern halt flexibel sind. Nicht zwangsweise einfach mit sehr schwachen Einheiten zu kämpfen. Ich könnte hier mal die Flotte verkürzen. Vielleicht zumindest. Deswegen sollte man keine Bündnisse gründen, weil einem dann Leute zwangsgegeben werden. Ich habe den Süden vergessen.
Ab den Süden mache ich natürlich den Norden. Das ist halt wieder so eine blöde 10er Festigungsprovinz. Ja, sehr schön. Ich konnte die Provinz nicht halten. Ich kann hier unten gar nichts halten. Die Maginot-Linie. Okay, wir haben massive Truppenbewegungen. Können wir die ausnutzen? Probably not. Ich brauche jetzt Halteangriffe auf die Maginot-Linie, um genau das zu erreichen. Das hat der hier aufgegeben. Das ist sehr fies von ihm. Wow, 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 what just happened? Ah, ich habe alle aktiviert. Aus Versehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe es gerade wieder getan. Kann ich in die Provinz reinklicken? Ich glaube nicht. Ich wollte halt eigentlich einen Unterstützungsbefehl geben, die man ja... Sehr schön! Gacha! Gacha, gacha, gacha! Das ist jetzt meine Maginot-Linie. Hahaha! Hahaha! Flieht vor mir! Vor meinen mächtigen Truppen! Sterbt vor mir. Okay. Dänemark hält, das ist gut. Indien, kümmere dich mal selber um deinen Schmarren. Ansonsten sieht das doch eigentlich alles nur halb so verkehrt aus. Wir müssen später ein bisschen auf Rumänien achten. Ich hätte gern deren Öl. Hör auf, ihn anzugreifen. Wie viele Divisionen sind es? 14. Lass dich auch erstmal ein bisschen hungern. Gelb, du brauchst dich da nicht mehr drum kümmern. Lass es mal die Armee 1 machen. Und dem steht einfach mal alle irgendwie mal einfach mal gerade nach vorne. Und dann schauen wir weiter. Ich wollte sagen, greif mit dem Panzer an, wenn der sich strategisch verlegt. Dann hat er ja keine Dings, Organisation, aber war zu langsam. Übrigens auch rot. Löschen alle. Macht, schließt euch dem Fortrückung an. Ich will nicht zu viele Divisionen hier für die 7 hier verschwenden. Am schönsten wäre es, wenn ich die 5 nach Nancy treiben könnte, damit ich die Endschlacht nicht gegen die Maginot-Linie ziehen muss. Okay. Einmal durchatmen und überlegen, was wir brauchen. Ich neige dazu, sehr schnell zu forschen. Das ist ein großer Fehler meinerseits. Ich könnte auf jeden Fall das hier brauchen. Wie geht es meinen Doktrinen? Okay, ich muss Doktrinen forschen. Da gibt es eigentlich gar keine Frage, weil ich lebe von Unterstützungsbataillonen. Meine Armee lebt vor Unterstützung. Und dementsprechend, Unterstützungsbataillon, Weichangriff 25%, haut nochmal so richtig rein. Das stellt die Frage, das ist nämlich auch eine wichtige Technologie für mich, noch mehr Unterstützungsbataillone. Ich laufe gerade mit einer etwas speziellen Taktik, über die man sich streiten kann.
Und zwar diese Taktik der kleinen Divisionen. Ihr seht, dass ich damit Probleme habe. Ihr seht, dass ich in Schlachten wirklich kämpfe und muss überleben teilweise. Es ist nicht einfach, aber es geht. Und da sind halt Unterstützungsbataillone und damit halt auch die Doktrinenbaum hier sehr wichtig, um eben diesen Bataillon nochmal so richtig die Boni reinzuquetschen. Servus, Leute, willkommen zurück zu H24 und Luxemburg. Wir hatten einen kurzen Absturz. Ich werde es wahrscheinlich schneiden, deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal. Langsam aber sicher sollten wir uns leider Gottes Gedanken darüber machen, dass wir irgendwann einmal. Okay, ich habe mal die Mod deaktiviert, die Flavor Names einfügt, damit ich. Das ist zwar eine richtig coole Modifikation, wie ich finde, die dann hier. Weil was ihr hier seht, das sind lauter Waffen aus verschiedenen Nationen. Und die Flavor Names Extended Modifikation, ihr seht den Namen in der Beschreibung, wenn ihr es suchen wollt. Ist richtig cool, weil die für die weil die Namen erwähnt für die Arten der Waffen, die in den Ländern hergestellt worden sind. H24 unterscheidet ja nicht zwischen verschiedenen Ländern und deren Ausrüstung, also. Die deutschen Gewehre sind genauso gut wie die französischen Gewehre. Kann man sich historisch sehr lange drüber streiten. Es ist eine coole Mod, dass die Namen angezeigt werden. Finde ich sehr interessant. Das Problem ist, es nimmt halt die Übersicht. Weil wenn jetzt hier lauter Waffentypen stehen, dann muss man wissen, dass der Waffentyp von den Russen Waffen 1 ist und der Waffentyp von den Franzosen Waffen 2 und der Waffentyp von den Briten ist Grundausrüstung. Und wenn man das nicht weiß, dann stehen da ein Haufen Namen. Man weiß nicht, welche Waffen man eigentlich hat. Und dementsprechend habe ich jetzt mal deaktiviert. Wie ihr seht, wir besitzen eine riesige Menge an Waffen 1 und Grundausrüstung. Das ist gut, weil das können wir nutzen. Weil wir das nutzen können, machen wir einen ordentlichen Nebensatz. Mit schönem Verb am Ende und keinen Hauptsatz, der sich noch ein Komma abtrennt. So, ganz wichtig, duplizieren. Ich stelle vor, ich würde meine Division ändern. Das wäre lustig. Kann ich das rückgängig machen? Wenn ich auf Kosten drücke und es sofort wieder ändere, bevor ich die Pause raus tue, würde ich was verlieren? Ich probiere es nicht aus. Genau, es geht darum, eine Militärpolizei zu entwerfen. Da ist es ganz interessant. Es ist tatsächlich die effizienteste Möglichkeit, einfach eine Kaff pro Division und die raushauen bis zum geht nicht mehr. Punkt. Wie viel Grundausrüstung besitze ich denn eigentlich? Das ist eine neue Division, gell? Genau. Also alles andere ist tatsächlich vor allem von der Manpower her weniger effizient. Es gibt ja die Militärpolizei-Unterstützungsbataillone, die ja den Wert ein bisschen erhöhen. Das Problem ist, die geben mir immer einen Prozentbonus. Der fängt sogar erst bei 20% an und geht maximal bis 36% hoch. Jetzt brauchen die aber auch 500 Manpower und Support unter Unterstützung oder Hilfs... Wie heißt das? Hilfshaus, Zusatzausrüstung, die teuer zum Herstellen ist. Das heißt, im Moment, wo ihr überlegt, wie gehe ich am besten mit meiner Manpower um, wie gehe ich am besten mit meiner Produktion um, ist eine simple, eine Kavalleriedivision tatsächlich, vor allem was Manpower angeht, die effizienteste Methode, Widerstand zu unterdrücken. Was noch effizienter ist tatsächlich, zumindest von der Manpower her einen ziemlich guten Verhältnis bieten, sind sehr große Divisionen, weil er dann die Militärpolizei, der Bonus der Militärpolizei ihren vollen Auswirkungen haben kann. Dann habt ihr aber das Problem, dass ihr halt dann die Divisionen nicht ordentlich verteilen könnt oder sehr viele bauen müsst, wo einige nicht nötig wären, weil sie zu viel Unterstützung haben, weil die Widerstand ja nur auf einem Region-Level berechnen wird. Also wirklich, haut einfach eine solche Division raus. Sie brauchen eine Mannstärke, 120 Infanterieausrüstung. Wenn ich mir jetzt mal schaut, ich besitze allein Grundausrüstung, besitze ich 3,95. Okay, ich besitze nur 5000 Grundausrüstung. Das heißt, damit kann ich von euch nicht so viel erstellen. Das heißt, was ihr jetzt kriegt, ist alles außer Waffen 2. Weil ich habe von dem alten Klump noch genügend Zeug. Wenn ich euch jetzt meine Waffen 1 vorenthalte, das sind 8400 von denen, dass ich sage, die bleiben bei mir. Ich weiß gar nicht, welche die meinen sind, gell? Weil da keine Flaggen angezeigt werden. Ach, aber von der Logik her müssten das meine sein, weil das sind die meisten, oder? Wenn ich davon ausgehe, dass die geordnet sind, gell?
Schwer zu sagen, oder das sind meine Waffen 1. Mir fehlen hier Anzeigen, definitiv. Oder ich halte ihnen einfach gar keine Waffen 1 vor, weil Waffen 1 habe ich dann ja auch sehr viel. Wenn allein die Waffen 1 würden reichen. Es geht halt darum, dass sie definitiv keine Infanterieausrüstung 2 nehmen, die eigentlich in... Ich habe gerade sehr viel Erfahrung für dieses Layout bezahlt. Ich habe gerade 80 Erfahrungen dafür gezahlt. Krasse Kiste. So, jetzt habe ich 56. Ich überlege gerade, wie viel ich raushaue von denen. Die werden dann mit dem billigsten Schmarrn überhaupt ausgerüstet. Während die halt auf was warten, die. Und die haben auch schlechte Ausrüstung teilweise. Wie viel Verbesserungsbedarf habe ich denn bitte bei Waffen 2? Will ich das wissen? Bin ich zu blöd hinzufinden? Ja, weil es da nach oben weggescrollt ist. Da, 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 14.000. Himmelhilf. Also hier ist es übrigens auch unter Umständen interessant. Nur mal so ganz theoretisch. Wenn wir ganz kurz nachdenken. Hau mal einfach mal 100 von denen raus. Ich weiß, das ist sehr viel Manpower, aber... Damit kann ich dann auch hoffentlich Deutschland unterdrücken. Und Deutschland sind halt viele Fabriken, die ich gerne haben würde und die nicht dauernd zerstört werden sollen. Vor allem, wenn die zivilen Fabriken auch zerstört werden und dann halt keine Reparaturen mehr stattfinden, weil alles zerstört wird. Wie das halt so ist. So, wir gerade dabei sind. Reparieren wir zuerst zivile Fabriken. Dann darfst du die militärischen Fabriken reparieren. Da wäre eine Möglichkeit, Prioritäten zu setzen, welche Fabriken zuerst reparieren sollen. Auch nicht unseren, aber ich glaube, jetzt habe ich... Sieht gut aus. Also wie gesagt, zuerst die zivilen Fabriken, weil die zivilen Fabriken helfen, den beiden Rest zu reparieren und dann halt weitermachen. Ja, alle Erwachsenen, tut weh. Okay. Was habe ich gerade gesagt? 100.000 Manpower. Ah, weiß ich nicht. Okay. Zumindest ist die Maschinolinie schon abgetrennt. Hör auf, Nancy anzugreifen. Alle. Schließt euch der Bewegung an. Alle. Schließt euch dem da an. Ich wünsche, es gäbe... Ugh. What just happened? Ich habe gerade die gelbe Armee vernichtet, kann das sein? Nee, 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 machen wir so anders. Schließe ich wieder dem an. Ihr seid 14, 19... 21, 23. Ihr seid jetzt die gelbe Armee. Und weil ihr schon oben seid, übernehmt ihr die nördliche Grenze. Und ich habe gesagt, ihr seid die gelbe Armee. Weil dann schippern sie jetzt nicht so viel rum. Deswegen, wenn ihr versteht, was ich meine, wenn ich die jetzt... Nur mit dem Halbieren-Button geteilt hätte, wäre es schwer vorherzusagen gewesen, wer wohin sich wieder jetzt die ganze Zeit strategisch verlegt. Und das wäre unter Umständen sehr, sehr nervig gewesen.
Und dementsprechend bin ich jetzt hergegangen und habe gesagt, ja, die oberen sind die neue Armee, damit die halt einfach oben bleiben und Ruhe ist sozusagen. Ich denke, es ist relativ logisch, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr versteht. Das ist nicht kompliziert, warum solltet ihr es nicht verstehen? Okay, hier hoffe ich ein bisschen, dass ich nach Möglichkeit eventuell die fünfmal nach Nancy treiben kann, damit ich nicht die Endschlacht gegen die hier halt in einer 10er Division führen muss. Aber wir können sie ja ruhig noch ein bisschen kochen lassen da drin, bis sie ihnen zu heiß wird und dann schon mal weiter. Okay, wir machen dann hier wieder einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und die sind, wie gesagt, alle sehr schön mit billiger Infanterieausrüstung ausgestattet. Ich wünsche, ich könnte sagen, dass sie zuerst die Grundausrüstung verschwenden sollen. Meinst du jetzt 100? Das heißt, sind 120.000. Schmarrn, 12.000. Infanterieausrüstung. Das heißt, ich habe immer noch ganz viel. Also, ich habe definitiv kein Ausrüstungsproblem. Weil ich denen ja das billigen Schmarrn geben kann. Was wir uns auch gleich mal sagen können. Nur damit das mal klar ist, wobei es keinen Unterschied macht. Aber nur so aus purem Vorsichtshalber. Genau. Vielen Dank. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Freude. Servus.